Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Heute mit Kitty am Start, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Ja, so, ja, ne? Ja. Gut, auf jeden Fall, heute werden wir vielleicht den anderen Boss noch killen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir so weit kommen. Auf jeden Fall kommen die Schnitter heute. Die werden wir definitiv bauen. Beziehungsweise sind wir ja schon dabei. Also der eine Schnitter ist bald fertig. Und ansonsten haben wir hier auch. Ja, wir werden heute wohl doch was anderes zu tun haben. Eine Blaster, eine Inferno und noch eine Blaster, ui. Und zwei davon. Und ein Luftschild. Und der Entlauber fängt schon an wahrscheinlich jetzt, ne? Naja, der hat jetzt so eine Ausbreitungsrate. Wird sich dann schrittweise ausbreiten. Es dauert nicht lange, bis der hier ist. Ich hoffe, wir können einen Tag warten. Ich denke aber schon. Genau, wir werden das Gebiet 1 mal verwalten hier. So, machen wir das mal so. So, und dann sollte es eigentlich gehen. Ich bin überlegen, ob ich hier noch ein bisschen Freizeit mit reinmache, entspannen, aber. Denn dann chillen die ja alle zu lange. Aber vielleicht sind sie dann entspannter, wenn sie so eine Stunde vorher. Ich weiß nicht. Maybe. Na, stahltechnisch geht es uns eigentlich auch ganz gut. Der lädt sich gerade auf und da müssen wir auch erstmal uns keine Sorgen machen hier. Aber ihr seht, denn die halten kaum die Temperatur. Also eben war das schon grenzwertig. Na gut, wir haben eine Hitzewelle trotzdem. Das darf eigentlich nicht passieren. Dann müssen wir hier machen was anders. Wir werden das ein bisschen verstärken, die Wände. Wir werden hier eine Schleuse einbauen. Die wir dann da hinsetzen. Dann haben wir so einen kleinen Puffer dazwischen. Das haben auch schon viele gemacht, die ich gesehen habe. So also viele Gameplays, die ich gesehen habe. Da haben auch so Leute mit Schleusen gearbeitet. Könnten wir mal probieren. Wir könnten auch probieren, mit dem Doomsday-Raketenwerfer was zu machen, aber ich sage euch jetzt schon, das wird nicht viel bringen. Also, damit können wir zwar ein bisschen Schaden anrichten, aber ich mag das Ding nicht so. Aber wir können es probieren. Probieren wir es mit dem Doomsday. Und wir haben ja jetzt auch hier den Schnitter, das Schnittchen. So. Und das Schnittchen, das wird gleich in Aufladeruhezustand gesetzt. Ah, ne, geht gar nicht. Geht gar nicht. Dann wird der hier nämlich auch umgesetzt. Jetzt habe ich den gar nicht ganz aufgeladen.
Aber hey, wenigstens kümmert er sich gleich um die wichtigen Sachen. Gut, der Schnidder, der muss in eine andere Gruppe rein, weil sonst fängt der an hier rumzulaufen, das will ich nicht. So, ansonsten läuft sie eigentlich wunderbar. Tesla müsste gleich mal den nächsten braucht einmal einen Subkern. Ich habe den doch angeschmissen, den Subkern Dingsbums. Betritt 8 den Person einfügen. Benehmen wir mal. Von wem war der Tag heute noch nicht scheiße genug? Renovo. Der sieht aus wie jemand, der das gerade mal gebrauchen kann. Okay, ein bisschen. Und wir brauchen. Na, jetzt müssen wir eh warten. Ne? Wenn jetzt jemand nicht da ist, das ist doof. Jetzt haben wir schon mal den Raum hier. Wir brauchen auch eine hominide Form. Das heißt, wir müssen sowieso Kunst noch machen. Ah, so viele Dinge, die wir tun müssen. So viele Dinge. So, können wir einfach hier reinbauen. Easy. Und ja, hier drinnen sind es 46 Grad. Das ist hart. Aber die Hitzewelle ist schon ganz schön brutal. Draußen sind es fast 50 Grad. Es sind 50 Grad. Kein Wunder, dass der hier dagegen ankämpft mit 3 Grad. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Aber das ist auch Kalkstein hier, ne? Ja, warum Kalkstein? Was soll denn der Scheiß? Ich habe doch gar keinen Kalkstein aktuell. Schon besser. Oh, und wisst ihr was? Normalerweise trinke ich meinen Kaffee immer kurz vor der Arbeit, aber ich bin heute extra früh aufgestanden, damit ich heute RimWorld noch pünktlich aufnehmen kann. Und ich glaube, ich trinke jetzt meinen Kaffee. Dann bin ich ein bisschen fitter. Und vor allem gleich brauche ich die Energie, denn das wird kein Start. Also ich denke, wir machen das mit dem Doomsday und mit dem Schnitter, dann kriegen wir das hin. Aber wir müssen halt, denke ich, so ein bisschen gucken wegen. Ja, also wenn wir hier den Doomsday reinjagen, werden wir gleich sehen. Ich hole mir erstmal einen Kaffee. Und ja, wer das mitgekriegt hat, ich trinke wieder Kaffee, beziehungsweise trinke ich genau 2 Kaffee am Tag. Einmal morgens und einmal vorm Gym. Aber ich liebe Kaffee auch einfach. Wobei den morgens werde ich wahrscheinlich irgendwann abstellen, aber aktuell funktioniere ich damit. Wisst ihr, ich habe gerade meinen Kaffee getrunken. Ich habe darauf gewartet, dass Crazy sich erholt, was sie hat. Und währenddessen, ja. Und nur damit ich euch das mal zeigen kann, dass das nicht irgendwie von mir hier, damit immer Spannendes passiert oder was weiß ich, oder, ne? Ich zeige euch das immer ganz gerne, weil da kann man das nämlich sehen, wenn man irgendein Event spawnt und steht da irgendwas von Debug mal mit drin. Und, ne, Cluster und dann der Überfall. Von der gleichen Fraktion quasi. Und ich glaube, dass RimWorld gerade so ein bisschen zupacken möchte, ja? So ein bisschen Eier quetschen. So wirkt es. So. Wir haben das ist scheiße. Das ist extrem scheiße. Mmh.
müssen das mit Angel machen. Führt gar kein anderer Weg. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen auch den Doomsday jetzt verwenden. Das geht gar nicht anders. Wenn wir den Doomsday nicht verwenden, sind unsere Überlebenschancen, naja, nicht null, aber schlechter. Sagen wir, machen es dahin. Die kriegen wir zusammen hin, aber wir müssen den Teil hier ordentlich anschwächen. War jetzt nicht so der Schaden, den ich mir erhofft hatte. Hat keiner einen Rausch gerade, oder? Nö. Die hat das gar nicht gestört. Die stört das gar nicht. Da seht ihr das? Die stört das nicht. Okay, lassen wir die da erstmal stehen. Wir müssen so ein bisschen Blick haben, was sie da machen. Also das ist wirklich sehr gefährlich gerade. Weil wer so ein bisschen sich mit RimWorld auskennt und weiß, wie stark die Schnitter sind... Das ist wirklich brutal. Also die Viecher sind wirklich brutal. Aber wir haben einen großen Vorteil. Wir haben selber einen Schnitter. Und den hätte ich jetzt fast vergessen. Der zweite ist noch nicht fertig. Und der ist von der Geschwindigkeit her auch nicht so schlecht, aber... Gut, jetzt fängt es hier schon an. So, und jetzt müssen wir hier auch schon schauen, dass wir die Leute gleich verarzten. Und da ist Blutstillen halt der absolute Hammer. Beziehungsweise Blutung stillen. Ein paar Leute müssen nicht behandelt werden, weil die ohnehin Sangophagen sind. Tesla zum Beispiel. Aber Zucker Kitty und Sophia, da müssen wir gleich gucken. Da können wir auch eben zurückgehen. Die müssen jetzt nicht sofort behandelt werden. Aber Schnitter muss schon mal in der Nähe sein. Der erste Teil ist schon mal geschafft, aber ihr habt gesehen, die sind rangekommen. Und die haben auch schon Schaden verursacht, was nicht gut ist. Ja.
Na, ohne Medizin will ich eigentlich nicht behandeln, aber muss ich. Die sind zu nah dran. Okay, Tesla hat auch noch eine Wunde. So, die Blutungen sind schon mal weg, das reicht. Das Wichtige ist jetzt, dass wir erstmal so ein bisschen aufteilen. Beziehungsweise wir die Nahkämpfer natürlich auch davor stellen. Und vor allem den Schnitter. Ja, der kann hier gut tanken. Gegen die eigenen Brüder. So will ich das auch sehen. Ich glaube, wir machen den gleich hinterher. So, den haben wir. Na, wobei, wir lassen die erstmal erholen. Und dann. Haben wir gut geschafft. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass das so flüssig ging, aber Schnitter sind halt auch wirklich der Hammer. Also die eigenen Schnitter natürlich nur. Aber hier seht ihr auch schon, ne, stark, ist schon stark verletzt. Also ich würde auch sagen, automatisch reparieren, machen wir an. Ist bei Schnittern definitiv sinnvoll, weil Schnitterchen sind einfach Liebe und es wäre unverzeihlich, die nicht zu reparieren. Der nächste Schritt, den werden wir dann in der nächsten Folge machen müssen, denn ich sehe gerade, die Zeit rennt mir wieder davon, aber das ist nicht schlimm. Keine Ladestation verfügbar? Willst du mich verarschen? Ah, nee, stimmt. Ich habe ja noch keine mittlere gemacht. Oh, ich Dummkopf. Genau, große Mac-Ladestation, die brauchen wir noch. Die machen wir dann einfach hier hin. Und die müssen wir auch relativ schnell bauen. Denn wir brauchen die. Für unser Schnittchen hier. So, der ist nämlich jetzt aktuell ohne Energie. Aber ne, automatisch reparieren ist trotzdem sinnvoll. Vor allem, damit sowas schnell passiert und die dann auch wieder ein bisschen aufladen kann. Ne? Also schon sinnvoll, denke ich. Gut, der zweite Schnitter ist auch auf dem Weg. Wir haben ein bisschen Giftmüll, aber ja, vertretbar. Ne, hier wird auch gebaut. Dann können wir die Schleuse hier gleich bald fertig machen. Nicht gleich, aber bald. Und ja, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was vor uns, denn aktuell packt uns das Spiel hier ganz schön an den Eiern. Zumindest, was die Mechanoiden angeht. Und das hier, mit den Schnittern können wir es machen, denke ich, schaffen wir das. Aber wir müssen dann auch gucken, wie wir das genau machen. Da ist nämlich noch ein Tesseron. Ein Tesseron kann echt gefährlich werden, wie ihr sicherlich wisst. Ne? Der kann total Panik verursachen. Wenn er einen Laser richtig trifft in der Gruppe, die nebeneinander steht, dann gute Nacht. Deswegen, da müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Wir dürfen bei den beiden auch gar nicht im Schussfeld stehen, sonst haben wir eben ein Problem. Wir müssen die so ein bisschen hier rausziehen, ja, und dann hier irgendwie mit denen so ein bisschen Spaß haben. Ist natürlich doof, weil wir hier uns nirgendwo verteidigen können. Ich wollte jetzt nicht extra eine Mauer da hochziehen, aber müssen wir mal gucken. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mache ich noch eine Privatsektion? Gibt es irgendwas, was ich euch unbedingt mitteilen möchte? Ich habe echt Bock, Bananenbrot zu machen. Ich weiß nicht, ob das schwierig ist.
Ach ja doch, über eine Kleinigkeit, über wirklich eine Kleinigkeit möchte ich noch reden. Also wer es nicht hören möchte, kann gerne ausschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen, könnt gerne folgen, gibt mehr RimWorld-Content auf meinem Kanal. Und genau. Dann wollen wir eben weiter gucken. Und zwar habe ich eine neue Musikrichtung gefunden, die ich gut finde. Funk. Die kann ich euch nicht zeigen, weil YouTube-Richtlinien und so weiter, ja, aber zum Beispiel hätten wir hier Narvent Haunted. Finde ich persönlich ganz gut. Oder Cordell mit Miss Me. Das hat neulich ein guter Freund von mir gegeben. Den ich übrigens über Twitch kennengelernt habe. Aber mit dem verstehe ich mich echt so gut. Das ist echt krass. Also, finde ich super. Der hat auch so viele gleiche Ansichten wie ich. Das finde ich total top. Auch was Training angeht. Ne, der ist auch ein richtiges Tier. Also der war früher ein kompletter Lauch. Ja, aber so richtig. Ich habe da Bilder gesehen. Und jetzt ist das einfach der komplette Schrank. Also der hat wirklich so Lauchmodus zu Schrankmodus. Ne? Also totale Motivationsbombe, der Typ. Was so das Körperliche angeht. Einfach die Transformation schlechthin. Genau, was wollte ich sagen? Genau, Funk. P-H-O-N-K, könnt ihr euch mal anhören. Ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wer so auf Techno steht oder so, vielleicht so ein bisschen die Richtung nur. Ja, also wer sagt, so ein bis zwei Lieder finde ich ganz nett. Kann da mal reinhören, so Hotline Miami-Vibe so ein bisschen, finde ich. Ist auf jeden Fall geil. Miami Disco übrigens von Hotline Miami fand ich auch richtig gut. Oh, das ist genau gut, dass ihr mich daran erinnert. Das muss ich mir im Hintergrund mal eben aufmachen. Gut, ihr erinnert mich nicht dran, ich rede darüber. Aber sehr gut, dass ich dran Miami Disco, Hotline Miami, so. Perturbator war das, glaube ich. Genau, so ein bisschen Perturbator hat so ein bisschen was, finde ich, von Funk. Oder P-H-O-N-K, ich glaube, das spricht man so aus. Funk, Punk. Auch egal. Gibt es auch viele Untergenres, also klingt nicht alles gleich, ne? Muss man auch beachten. Also so wie Rock ja nicht immer wie Rock klingt oder Metal wie Metal. Ne? Gibt es ja auch ganz viele Unterarten. Gut, ansonsten, ich habe echt Bock Bananenbrot zu machen. Genau das wollte ich noch erzählen. Und ich weiß nicht, wie schwer das ist, Bananenbrotrezept. Was braucht man für Bananenbrot? Ich habe mal früher eins gegessen, das war so geil, das war so richtig geil. Und seitdem habe ich immer wieder darüber nachgedacht, mittlerweile kann ich ja backen. Stimmt, ich habe meinen Teig da und ich muss gleich mal so kneten. Damit der nachher noch schön fluffig ist, weil heute backe ich wieder Brot. Habe ich die letzten Tage ein bisschen vergessen. Egal, ist gar nicht mal so. Also man braucht 3 kleine Bananen, man braucht Butter, braunen Zucker, da ist Zucker drin, ne? Eier, Weizenmehl, Backpulver, Salz, gemahlene Vanille. Und Vanille, Alter, ohne Scheiß. Wisst ihr, wie viel Vanille kostet aktuell? Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Also Vanillearoma ist ja bei Amazon, ich kann euch das mal bei Amazon zum Beispiel, das ist so heftig. Also die haben so ein, ihr wisst schon was offen. Also da kriegst du Vanillearoma, also eine Paste für 4 Euro oder so. Die hält auch lange. Ja, es ist ja nicht so eine kleine Tüte, die kriegst du übrigens für 20, 30 Cent. Die wollen eine Vanilleschote irgendwie 5 Euro oder so. Ich glaube 6 Euro waren das, wo ich geguckt hatte. Für eine Schote. 6 Euro. Also, sorry, aber ich kann ja verstehen, dass Vanille ein bisschen teurer ist, aber what the fuck, Mann. Und hier, Ruf, Butter-Vanille-Aroma. 4 so eine Dinger, 13,80 Euro. Wer kauft sowas? Also wer kauft das für das Geld? Ich habe sowieso das Gefühl, und das ist jetzt so ein allgemeines Thema, dass in dieser Zeit, wo manche Rohstoffe sicherlich knapp sind, einfach so die ganze Industrie sich denkt, oh, wir quetschen einfach mal so ein bisschen und gucken, wann der Konsument nicht mehr kauft. Und das hast du einfach bei so vielen gehabt. Übrigens auch, wo ich mein Klavier gekauft habe. Also, wo ich mein Klavier gekauft habe, kleine Randstory, das wird das sowieso länger, wie ich eigentlich wollte. Aber egal, die Geschichte will ich noch erzählen. Da habe ich mir ein Klavier gekauft. Und ich hatte einen Händler, wo ich auch mein altes Klavier gekauft habe. Und mein Klavier hat gerade eine Preiserhöhung gehabt. Vor ein, zwei Tagen.
da kamen die erst von Yamaha, diese Preiserhöhung. Und glaubt mir, die Preiserhöhungen bei Klavieren, die sind saftig. Die sind richtig saftig. Wir reden hier von 700 bis 900 Euro oder so. Mal eben drauf. Und das ist echt heftig. Und, also kommt je nach Preislage des Klaviers, aber schon heftig, wirklich. Also das war eine Preiserhöhung, Alter. Da habe ich gesagt, du, ja, hört mal zu, das war vor 2 Tagen. Ihr habt doch ein Klavier auf Lager, das weiß ich. Könnt ihr mir das nicht für den anderen Preis? Nee, das kann ich nicht machen. Da muss ich ihnen leider den Laufpass geben. Und ich denke mir so, ey, ich habe bei euch schon was gekauft. Ich meine, das war vor 2, 3 Tagen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Bin ich zu einem anderen Händler gegangen? Gar kein Problem. Oh. Das hat mich wirklich aufgeregt. Also einfach dieses, und ein anderer Händler genauso. Hier aus der Nähe, so ein ganz feiner Pinkel, ja? Also so ein ganz feiner Pinkel, so nach außen hin. High Quality, ganz, ganz, ganz toll und fein. Aber du siehst den Leuten schon so im Grinsen an, also bei diesem Familienfoto von wegen, du kannst uns dein Geld geben, aber bitte sonst nichts. Ne? Also ich weiß nicht, man sieht den Leuten das teilweise an. Die haben so ein richtiges Geldlächeln, könnte man es nennen. Das siehst du wirklich. Ich darf es hier nicht machen, weil, ne, offensichtliche Gründe. Aber ihr würdet das auch sehen, 100 Pro. Und da zum Beispiel habe ich einen Preis angefragt. Und diese kleine schmierige Ratte, das war vor der Preiserhöhung, eine Woche oder so, oder 2 Wochen, hat gewartet, bis die Preiserhöhung durch ist, weil er schon wusste, dass eine kommt. Und danach hat er mir den Preis geschickt. Was für Menschen, oder? Echt. Richtig eklig. So, meine Lieben. Das war's. Kleine Erzählrunde hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.